Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Minecraft Bed Wars Wildlands. Ein Bed Wars Match ohne Wild. Okay, ja, Bewegung mit meinen Händen, das wisst ihr Leute, das ist immer so. Auf jeden Fall, Bed Wars Wildlands ist einer der, ich mag den Modus, sagen wir mal so. Habe auch wieder ein bisschen privat gespielt, während das Video rendert. Das ist halt eine gute Ablenkung, kann man sagen. Ein bisschen wieder Minecraft reinkommen. Und ja, ich sollte mal auf die Dia-Insel hinbauen, aber ich habe leider kaum mehr Blöcke, leider. Ja. Das nennt man so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sofort angreifen will, gebe ich gerade erst zu. Denn kaum Blöcke, das heißt, selbst wenn ich mich irgendwo einsperren würde und wieder runterlaufen, ich würde wieder nicht hochkommen oder keine Ahnung was. Außerdem hat es er auch alleine geschafft, deswegen alles gut. Was ich halt als erstes vielleicht kaufe, ist halt vielleicht Abbaulähmung, wenn jemand reingeht. Ich glaube, das ist halt auch schon mal eine gute Variante. Holen wir uns halt noch ein Dia vielleicht und dann sollte es auch erstmal gewesen sein mit den Betten? Was ist das denn für eine Overkill-Runde? Oh mein Gott, ich bin echt dumm. Ja, verbau mir halt den Weg, weil ich nicht weiter. Ach komm. Ja, ich überlasse ihn dir. Das nächste ist mir eigentlich genauso egal, aber Abbaulähmung habe ich jetzt irgendwie ein bisschen mehr ins Herz geschlossen. Habe ich vorher auch noch nie verwendet, aber seitdem ich das die letzte Folge gemacht habe, muss ich jetzt ehrlich sagen, alles gut, ich mag's. Das Gute ist halt, dass wir so einen Rusher-Typ hatten. Das ist halt auch wieder so eine kleine Glücksrunde. Und für den Anfang, so ein Win, könnte halt die Stimmung auch für meine danach folgenden Matches verbessern. Denn ein Sieg ist immer gut und blau kommt. Blau. Halt, ich kann ja nicht sprechen mit denen. Fällt mir gerade auf. Nein, jemand hat das Spiel verlassen von uns. Schade. Ich muss schneller bauen eigentlich. Okay. Ja, ich habe noch zum Glück überlebt, dann. Ja, ich würde erstmal das hier holen. Dann würde ich mir eine Kanonenkugel vielleicht holen, nochmal. Oh, schreck mich nicht. Ich dachte jetzt irgend. Oh. Los, Leute, holt ihn euch. Ja, gut. Also, ich kann ihn auch natürlich holen. So ist es nicht, Leute. Blau ist da hinten auf der Base. Also wir haben erstmal Abbaulähmung, deswegen würde ich sagen, alles erstmal im grünen Bereich. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich jetzt ein blauer drin ist, dann werde ich ihn auf gar keinen Fall schaffen. Yo, Sharpness und Rüstung, okay, hätte ich nicht gedacht. War zu schüchtern um. Ja gut. Goku, perfekt. Ganz ehrlich, ich finde diesen Turm hier nicht so hübsch, Leute. Ich weiß halt echt nicht, warum die hier diese Türme hier ist. Bam, das sieht so scheiße. Ey, das sieht so scheiße aus. Das ist so ein Freifahrtschein für die Gegner hier anzugreifen. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, das machen die. Ey, ihr müsst doch nicht blöcken. Ihr müsst doch nicht spammen hier mit. Na. Ah. Wenn die es. Also, wir können auch mehr. Nein, nicht so nach oben. Das ist doch. Oh, okay. Ich habe ja auch keine Ahnung mehr, was die hier machen. Ich will halt einfach vielleicht in der Base rein, wo noch ein bisschen Loot ist und mir halt ein bisschen Equip kaufen. Ich denke zwar nicht, dass Team Rot leer ist, aber muss man schauen. Doch, es ist leer. Dann ist es natürlich gut, dann kann ich mir jetzt sofort hier was kaufen, hier. Perfekt. Und kann mir sogar noch ein bisschen in die Endertruhe speichern. Aber der eine rote hat sogar gar nichts. Dann sollte ich mal vielleicht anfangen, die in 1er
Teams zumachen. Es tut mir leid, du wirst sterben. Wer nicht aufpassen kann, muss gar nicht spielen. Oh, ist das ein Roter? Ja, bei den Roten will ich mich nicht an... Egal. Mit den Roten will ich mich eigentlich nicht anlegen. Weil er hat eine Dia-Rüstung. Das ist halt auch schon wieder was anderes. Der wird uns halt vielleicht alle zusammen zerstören. Obwohl ich erstmal denke, dass er weggeht und alles. Und oh mein Gott, muss das alles mit... Muss das alles damit sein? Ey, bitte stopp die Tower. Bitte. Das ist viel zu viel. Dort eins, so. Eisenschwert kann man immer jetzt gebrauchen. Sehe ich da gerade jemanden hochgehen? Ich kaufe mir eine Schere und kreise das gleich alles ab. Ich meine es ernsthaft. Das ist ja unglaublich. So ein Freifahrtschein, dass die Gegner hier alles zerstören. Digga, was soll das? Das ist der Turmbär. Oh, okay, wenn's ihm, keine Ahnung, es gefällt. Wenn wir gewinnen, ist es mir egal. Wenn wir dadurch jetzt wirklich dann... Egal. Wenn es gefällt und wir dadurch irgendwie dann noch gewinnen, ist es okay. Dann ist es okay. Dann sage ich ganz ehrlich, dann mach, was du willst. Es war nur ein bisschen nervig, gebe ich ganz ehrlich zu. Weil es muss halt nicht sein. Aber wenn man es wollt. Dann guck mal, dann kaufe ich dir, komm. Kaufe ich dir erst, keine Ahnung. Oh. Habe ich ihn getroffen? Nein. Ja, genau, das wird uns jetzt wahrscheinlich töten, die Tower. Ah. Nee, das muss ich noch ein bisschen lernen mit diesen hoch, schnell hochgehen. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, hä? Ach, Team Red hat da nach oben ganz gebaut. Ey, Blue. Ey, Blau, ich kann dir ein Angebot machen. Du darfst mich killen? Und dafür bekomme ich den Kill? Oh mein Gott, ich bin wieder so dumm. Ey, jetzt habe ich wieder keinen Block. Das ist wieder so lächerlich. Nee, dann halt. Ah, er hat einen Bogen, verstehe. Na, der wird sich bestimmt eine Enderperle kaufen. Das ist so typisch wahrscheinlich, dass er sich eine Enderperle kauft und diesen scheiß Wahnsinn überwindet. Ey, das kannst du nicht glauben. Ey, das ist der Tower-Wahnsinn. Das ist der Tower-Wahnsinn. Ey, das ist nicht Wahnsinn. Das ist der Tower-Wahnsinn. Einmal rein und wir finden den scheiß Typen nie wieder. Das kann nicht sein. Ey, hier ist rot. Ey, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine verdammte Ahnung. Also, hakt es bei euch noch? Ist mein Team lebensmüde? Ist mein Team komplett dumm? Lass die Tower sein! Ey, ich krieg hier Aggressionen. Ich krieg hier Aggressionen, Leute. Kann ich nicht ja alles gleich verbrennen? Ey, das ist nicht mehr feierlich hier. Es ist nicht mehr feierlich hier. Also ganz ehrlich, nicht mehr feierlich. Ey, ich will aber jetzt auch nicht 10 Stunden verbringen, hier die scheiß Wolle abzufarben, weil einer meiner Teammates hier denkt, man muss hier alles mit scheiß Tauern vollknöpfen. Also ganz ehrlich.
ich krieg ein Krisenteam. Ich krieg eine Krise-Team. Ich krieg ein Krise-Team. Boah, Alter, ich krieg eine Krise. Alles läuft so gut und dann kommt so eine Scheiße. Ja, das ist nicht mal lustig, tut mir leid. Das ist einfach noch absurd nervig. Wir haben nicht mal Ressourcen, wir haben wahrscheinlich gar nichts mehr einfach. Am Anfang dachte ich, okay, die baut so ein paar Türmchen. Ist okay. Nee, die schwemmt ja alles voll. Haben wahrscheinlich mal eine Trap. Doch, wir haben eine Trap. Oh, okay. Wir haben keine unsichtbare Trap, deswegen soll ich mir dennoch eine unsichtbare Trap kaufen. Und alles scheiße, Digga. Muss noch einmal jemand drin sein oder war's, das war's für mich. Ich gebe es ehrlich so, das war's dann für uns. Ey, das ist nicht mehr witzig. Das ist halt echt nicht mehr witzig. Healpool wäre auch vielleicht nochmal wichtig. Ich will halt einfach auch keine unnötigen scheiß Ressourcen eigentlich hierfür verwenden, um das scheiß in die Luft zu jagen. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich muss es aber tun. Ich muss es einfach tun. Oh mein Gott, ey, ich krieg hier echt die Krise. Das ist halt echt nicht mehr normal. Ja, guck mal, der kennt, das ist ein scheiß Pro-Player, das ist halt auch wieder so ein verdammtes Ding. Ja, das ist so lächerlich, ich kann nichts machen. Der weiß ganz genau, wie alles abgeht, der weiß ganz genau auch nach links, rechts, oben, unten, der weiß alles. Denn wie eine scheiß... Oh mein Gott, Digga, ich krieg den letzten Hals hier nicht mehr weg. Das ist so scheiße. Ey, wenn unser Bett wegkommt, dann ist es kein Wunder. Dann ist es einfach kein Wunder mehr. Das ist halt nicht mehr normal. Das ist einfach nicht mehr normal. Die Runde geht 13 Minuten. Okay, die Runde wird bestimmt nochmal... auf jeden Fall noch 5 Minuten dauern. Zudem, wir haben eine Scheißbasis. Ein Charakter... Jemanden, der nichts macht. Ich habe keine Ahnung, welches Level sie ist oder er. Und ja. Und am Ende wahrscheinlich verlieren wir aufgrund dieser scheiß Wege, weil alles führt uns zu unserem Bett. Einmal nur runtergehen und wir sind tot. Mal so ganz kurz, gut locker gesagt. Und das ist natürlich auch sowas, wo ich mir sage... Boah, geil. Mache ich natürlich mit. Ich gebe jetzt erst zu, ich klaue mir jetzt ja auch die Smaragd. Das ist mir sowas von egal. Ich werde jetzt einfach zurück in den Angriff gehen. Ja, das Gute ist halt, dass wir jetzt alleine sind. Wow, aber was bringt uns das, wenn das 10 Millionen Tower sind? Oh Mann, ey. Das ist ja echt nicht mal normal. Während wir halt nicht mal Ressourcen sammeln können, passt. Sammelt wahrscheinlich Rot komplett die Ressourcen auf. Ja, ich hab keine Ahnung. Ich hab gar keine Ahnung. Hier, guck mal. Hilf mir. Guck mal, der denkt sich auch nur so. Ey, tut mir leid. Ey, stopp. Ey. Stop Power, bitte. Ey, wirklich. Ich kann mir das echt nicht mehr ansehen. Tut mir leid. Ich kann es mir nicht mehr ansehen.
Es ist so schmerzhaft. Es ist zu schmerzhaft. Zu schmerzhaft. Hör doch einfach bitte auf mit dem Zaubern. Wirklich, ey. Ich will eine normale Red Bedwars Runde. Also eine spannende Runde. Dann kommt sowas wie eine Scheiß. Geht's dir noch gut? Also, geht's dir noch gut? Oh mein Gott. Okay, ich verliere gerade meine Nerven. Ich verliere gerade meine absoluten Nerven. I'm the trap. I'm the trap. Es ist mir doch gottlos egal, ob die Trap ist. Du hast genügend Zeit. Du bist die Trap, ey. Ey, da muss man auch erstmal. Ey, das kann man auch erstmal nicht mal drauf kommen. Digga, wahrscheinlich stirbt dieser Typ noch oder sie. Und keine Ahnung, ist mir auch gottlos egal. Wenn ich die Runde verliere, schiebe ich die ganze Schuld auf dir. Ich kann mir doch sowas nicht mal geben. Ey, ich bin kurz davor, ey, die Runde zu lieben. Auch wenn die eigentlich. Meiner Meinung. Ey, wie kann das sein? Wie kann das sein, du Kleiner? Ah, ich könnte ausrasten. Wo bist du? Du bist Level 30. Du hast Erfahrung. Du hast Erfahrung mit dem Spiel. Setz doch keine verdammte scheißbehinderten Powerpürme. Es ist meine allererste Runde, die ich aufnehme heute. Oder, nee, nicht heute. Aber aufnehme in dieser Aufnahme die Runde. Keine Ahnung. Ey, es tut mir leid. Ich kann das nicht mehr. Ich kann die Scheiße nicht mehr. Das ist mir zu viel. Also, ich hatte schon schlimme Power-Up-Türme-Erfahrungen im gesamten Bed Wars-Leben, Zeit, Raum und so. Aber sowas. Und ich sag ganz kurz wirklich, sowas hatte ich noch nie in meinem ganzen verrückten Leben. Ja, ich kann auch nicht mal schreiben, ganz ehrlich, ich kann nicht mal schreiben. Stirb! Wir haben keine Ressourcen. Das ist halt einfach so. Wir haben keine fucking Ressourcen. Ey, kannst du aufhören mit diesen scheiß Power-Up-Türme? Alter, ich krieg eine Krise. Ja, guck mal das Bett an. Schau dir mal dieses scheiß Bett an. Ja! Hat dir jemand einen Scheißschirm geschissen? Hat dir jemand einen Scheißschirm geschissen? Ich meine es wirklich.
An denjenigen, der wieder Spieler ist. Ich werde dich finden. Und ich werde dich finden. Und das ist einfach nur Trolling. Trolling ist, sie wieder sagt. Das ist die größte Rotze, die ich in jedem scheiß Bedwars-Leben erfahren habe. Ich will eine normale Runde spielen mit normalen Leuten. Da kommt sowas. Also ganz ehrlich, Leute. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Also, tut mir leid, Leute. Das kann es nicht sein. Ganz ehrlich. Das ist was, was mir gar nicht liebt. Und das ist auch ein Grund, wo ich mir sage, ey, warum sollte ich den nicht reporten? Ich kann ihn reporten wegen Trolling. Schau ihn diesen scheiß Gameplay an. Das ist nicht mehr normal. Der hat gar nichts gemacht. Bett abbauen. Ja, halt lieber das Bett ab. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich meine ganz ernsthaft. Das ist was mich einfach ganz ehrlich betrifft. Das ist einfach. Ich kann noch 10 Stunden hierüber reden, was das für eine Scheiße ist. Ich muss mit diesen Spielern auskommen, okay? Aber ich habe vor, ich will ein scheiß normales Gameplay machen für Bed Wars und das würde jetzt eine 30-Minuten-Runde sein, was es halt auch was ist, 20 Minuten. Und wenn ich das nicht hochladen würde und das würde jetzt hier an Zeit gehen. Wofür würde ich ihn aufnehmen? Das ist einmal ist noch okay oder ein paar Power-Up-Türme, aber troll doch nicht, wenn das ist, wir müssen den Sieg erreichen. Das ist doch einfach nur scheiße. Also ganz ehrlich, den reporte ich. Den reporte ich wegen Trolling. Wenn das geht, reporte ich wegen Trolling. Das kann ich nicht machen. Zum Beispiel, wenn ich mich ausraste und sage, du Arschloch-Spieler, das ist halt so, weil es einfach blöd ist. Und da gehen mir halt die Sicherungen durch. Da kann ich auch nichts sagen als Arschloch und was für eine andere Sache. Das kannst du halt einfach nicht sagen. Das ist einfach nur Scheiße. Es tut mir leid, aber nein. Ich werde sofort nach dem Video sofort schauen, ob ich ihn reporten kann. Fertig. Ich will, dass er gebannt wird. Hauptsache ein Timeout. Oder Bedwars-Sperre. Ist mir egal. Meldung, Entbannung, ist mir egal. Level Reset, ist mir egal. Sowas sitze ich mich auf mir sitzen. Von mir aus schreibe ich den Support an. Das einfach scheiße ist. Man ist da, um normal zu spielen. Eine schöne Runde. Stell mal vor, das wäre jetzt so ein richtig gutes Match. Dann hast du so Plätze. Ja, nee. Also ganz ehrlich, Leute, ich würde sagen, man sieht sich bis dann und ciao, ciao.